Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die am Tag 10, 8:35 Uhr. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession, wollte ich sagen. Vor mir ist noch der Weltkrei übrig geblieben. Grüß dich. Hallo, schönen guten Tag, übrig geblieben, ist gut. Boba Fett, der Kopfgeldjäger, so wie du von außen aussiehst mit der Rüstung. Ist der Boba Fett? Ich glaube ja. Das ja, war ja dieser Typ mit dieser komischen Schlitzmaske. Ach, ich wollte den Helm wieder wegnehmen. Optisch genau, sieht besser aus. Außerdem mit in unserer Basis oben, beide verstorben, Friede um ihre Asche, Serendipity und Jack Fleischhammer. Hallöchen. Hallo. Guten Tag. Und Jackie ist, wie sehe ich das denn? Bist du oben im Haus? Nee, du bist am Garten, gell? Ja, ich bin gerade im Garten, ja. Ich habe mal eine kurze Frage, wenn ich jetzt während der Aufnahme getappt bin, nimmt OBS weiter ja, auf? Ja, ja, musst dir keine Gedanken machen. Gut, alles klar. Gut. Das ist ja der Vorteil von OBS. Ey, Jackie. Jetzt wird wieder laut, merkst du, wenn sie beschimpft. Hör zu. Entschuldigung. Becker, spar dir die Pfeile. Ich habe die Nagelkeule am Start. Na, Lady. Entschuldigung. So, Wolle vom Community-Server hat mir verraten, wie wir hier die Brücke überbrücken können. Die Brücke überbrücken? Automatisch? Mit Zugbrücke technisch? Ja, genau. Und Velcry, ganz liebe Grüße vom Community-Server. Die haben mir den Auftrag erteilt, dich zu erschießen. Geil. Das ist aber nett. Ich war bereits auf dem Community-Server. Also die Aussage, also eigentlich haben es eigentlich alle vernünftig verstanden, dass das natürlich nicht ernst gemeint war mit dem Noob, aber ein paar ja, die waren haben das da schon ein Verständnisprobleme. Und an der Stelle möchte ich das revidieren und sagen, der Noob ist gar nicht auf dem PvP-Server, sondern in dem Fall, weil du gerade so frech zu mir warst, weil du hast das etwas falsch verstanden mit der Kerze. Sie haben mir das gezeigt, was sie gemeint haben. Ja, das haben sie mir dann auch erklärt. Ich habe das tatsächlich falsch verstanden. Das war ein reines Kommunikationsproblem. Mit der Kerze? Von was sprecht ihr überhaupt? Die haben gesagt, dass die Kerze, ihr wolltet doch da dieses Ding da bauen. Da habe ich gesagt, die Fackel stützt es. Das habe ich falsch verstanden. Aber so wie sie es erklärt haben, war das für mich nicht verständlich. Es ist auch ein bisschen, also ich habe auch zweimal nachgefragt. Nein, ich will nicht zurückrennen. Wolle hatte mir das auch nochmal gezeigt. Ich renne da mal wieder zurück mit euch. Die haben ja was Tolles gebaut, ne? Also du hast ja was. Ja, wir reden einfach weiter. Ja, ist okay. Woran bist du gestorben? Weil ich bin ja jetzt hier an aktueller Schädeleinmatschung. Was habe ich? Die Woodframes. Aber ich kann meine Sachen aussortieren. Die habe ich weggenommen. Du warst doch eben am Garten, hast du gesagt. Dann habe ich die weggenommen. Okay. Ach, bist du? Ihr seid aber sicher, dass ihr jetzt hierher kommen wollt, nicht ich zu euch so, weil ja, wir kommen zu dir. Drei Personen. Okay, gut. Ja, ja. Was auch immer du da machst. Hier Erde wegklopfen. Was? Ey, gib mir mal die Woodframes bitte. Jedenfalls das mit der Stabilität finde ich aber trotzdem echt schon interessant, ne? Wie man mit so einer Kerze. Ich hab dich auch lieb, geh doch an der anderen Seite. Mach ich auch jetzt. Ich glaube, sie hört nicht. Ich bin vom Server geflogen gerade. Was? Oh nee, du, hier steht Left the Game. Also das heißt ja, du machst es absichtlich. Oh, yes. Komm wieder rauf, komm. Hier, Jackie, dann komm zu mir. Weg? Kissen? Ja. Soll ich den Kissen geben? Komm, ich geb dir Woodframes. Guck mal, bin ich mal. Was ist denn, warum haben wir denn, ich verstehe nicht, Wir haben ein bisschen Unordnung in den Kisten. Kommst du wieder rauf? Herr Velcry? Komm, ich geb dir 5 Stück, ich bin ja nicht. Du musst ja nicht mit mir sprechen, wenn du nicht willst, ist ja okay. Du hast nichts gesagt eben. Du warst gar nicht zu hören und den Minions hat man auch nicht gehört. Was? Echt? Okay. Ja, ich habe eben mal mit... Wie man mit einer Kerze zusätzliche Blöcke stabilisieren kann, finde ich schon interessant. Ah, die haben ihn ja nur stabiler gemacht, diesen Block da. Kommst du wieder rauf auf den Server? Funktioniert das? Oder? Ich bin wieder drauf. Okay. Krieg ich hier eine Warnung? Müssen wir die Aufnahme jetzt unterbrechen oder was? Hohe CPU-Auslastung. Jetzt ist sie weg. Komisch. Sollen wir die Aufnahme stoppen oder? Nö. Nö, okay. Nö, das war ja nur ein paar Sekunden. Ich habe einen Pausenbildschirm eingeblendet und gut ist. Okay. Alles klar. Irgendwie haben wir so wenig Material überall. Ich kann ja schon mal in ein, zwei Häuser gehen und die mal looten. Was für Material brauchst du denn? Oder was? Ich versuche gerade einzusortieren. Jetzt suche ich Bücher, die habe ich jetzt aber mittlerweile gefunden. So, also jedenfalls sollte das jemand wirklich falsch verstanden haben mit den Noobs auf dem PvP-Server. Das war natürlich spaßig gemeint. Ne? Das sagt er jetzt so, wegen der Angst. Wegen der Angst, ja. Ach. Nein, selbst Amalia ist mir nicht böse, aber ich weiß, es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht trotzdem noch einen Schuss im Kopf kriegen werde.
Aber sie ist mir halt nicht böse dabei, wenn sie mich tötet. Das ist schon mal gut. Ach, das ist das so. Ohne Aggression töten ist besser. Ganz, ganz ohne Aggression, ja. Sag mal, wessen Kiste ist das hier eigentlich? Die Müllkiste ist meine. Schön. Da so viel Müll, in dem Sinne ist er da ja nicht drin. Die habe ich ja schon. Gut. Ja, aber ich habe meine Tasche leer gemacht und deswegen habe ich da alles Wie lange bleibt der Scheiß liegen? Dings. Oh, ein Hase. Was, wenn du was droppst? Ich glaube nicht lange. Naja, unfreiwillig droppen. Der Zombie hat mich gedroppt, weil ich bin irgendwie im Menü hängen geblieben, im Inventar und dann, keine Ahnung, war gestunt zusätzlich. Also ich kann es dir ja nicht sagen, aber wenn du Pech hast, sind es vielleicht auch nur 30 Sekunden. Oh, also ich weiß es nicht genau. Wo können wir denn verschimmeltes Brot reinlegen? In die Essenskiste? Da liegt der Hase. Warte, da mache ich gleich Antibiotika draus. Willst du es haben? Wo ist denn der Kreischer? Was ist ein Spider? Ja. Ach Mann, warum bin ich jetzt verreckt? Das ist doch ärgerlich. Ich hab's hingeworfen, Jackie. Wo ist denn? Oh, Kaffee ist gut. Hier ist doch irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Kann das sein? Du sagst, das wird durcheinander. Ja, jetzt habe ich es nochmal umsortiert. Das geht so nicht. Ihr könnt nicht einfach Müll in die Kisten, wie ihr wollt. Das passiert ja nicht. Nein, also das ist ja nein. Eckschrank, Jungs, guckt hin, Eckschrank. So. Eckschrank? War das ein Codewort? Ja, das waren ja für meine Zuschauer. Weil sie haben wieder festgestellt, dass also eigentlich wir beide grundsätzlich ja Eckschränke in Küchen nie looten. Ah, okay. Aber sie sind auch nicht immer, also nicht mehr immer zu looten, ne? Das stimmt, nee, ja. Also ich hatte mir das ja damals mal vorgenommen, das hat vielleicht nicht immer funktioniert, aber seitdem in den Küchenschränken ja sowieso kaum noch was drin ist. Ja, davon mal ab, ja. Dann kannst du ja auch bei mir nicht besser werden, weißt du? Ja. Wenn sie keine Chance Bottled hast, Water, ich brauche noch was zu trinken. Haben wir noch was zu trinken? Ja, in dem Feuer, in dem linken Feuer da hinten. Im linken Steinkreis sozusagen. Feuer. Ja, oder so. Im Feuer. 25, 15. Im Feuer. Steinkreis. Feuer. Was ich finde, was die Entwickler noch verbessern müssen, nach meinem Geschmack, ist die Anzeige, wann was verkocht wird. Weil dieser minimale rote Balken, also wenn du jetzt immer nicht gut siehst oder sowas, Ja. Das ist sehr Dingsy. Ich habe eben Hasensterben gehört. Ja, vor Angst wahrscheinlich. Soll ich einen Velcro, hast du einen Cooking-Pot da oben? Bei dir, wo du bist? Ich glaube, wir hatten drüben einen, ne? Nee, ich sag nur, weil ich zwei einstecken habe und ich überlege jetzt, ob ich die mitnehme. Und dann gehe ich nochmal eben kurz raus zu unserem anderen Haus und guck mal eben nach. Ich weiß es gerade nicht 100%. Ich glaube, wir hatten, doch klar, wir haben drüben schon einen Tee aufgesetzt. Aber ich guck nochmal eben, gib mir mal eine Sekunde. So, was jetzt eigentlich mit einer Shotgun? Wo ist meine Shotgun hin? Kann mir das einer sagen? Wo ist meine Sniper? Hat jemand zwei Shotguns in der Tasche? Nee. Doch, wir haben einen Kochtopf, wir haben 33 Wasser und wir haben einen Grill. Gut, das ist prima. Achso, ich bin ja tot und liegt meine Shotgun noch in meinem Rucksack quasi. Und ich könnte eigentlich mal ein paar Blumen einsammeln. Bei Velcry, gut. Für mein Grab. Ja, genau. Frische Blumen fürs Grab. Das ist, vielleicht können wir ja in der Alpha 11 Kranzbinden machen oder so. Meinst du, sie hat es reingebracht? Oh ja, ich hätte gern Gänseblümchenkranz. Was mache ich denn da für ein Krams hier? So. Ein Kranz? Nee, das ist so viel. Ja, ein Gänseblümchenkranz und den lege ich mir dann auf die Haare. Da ist ein Schwein gestorben. Ich habe es genau gehört. Wie lange bleibt der Rucksack liegen? Der Rucksack bleibt, glaube ich, eigentlich liegen. Okay. Oder du schubst normal, also der bleibt da trotzdem liegen, aber... Also der Rucksack bleibt, geht nicht weg, aber wenn du so eine Axt oder sowas fallen lässt, das kann sein, dass das in 30 Sekunden oder so weg ist. Okay, also was faktisch frei liegt und nicht im Container. Boah, was? Ich glaube, die Zombies jagen ein Schwein, aber wo? 8 Eier, das ist zum Essen, das stinke ich nicht, das ist gut. Wow, da sind zwei. Jackie. Hallo, Zombie. Ja? Wie sieht's denn aus mit Tee? Wie gesagt, erste Feuer und so. Hm? Linke Feuer. Nee, Entschuldigung, Tee, Entschuldigung. Ich hab für Kaffee, haben wir nicht, gell? Ich hab gerade gesehen, dass Serendipitusch hier in ihrer Müllkiste 5 Kaffee hat. Also könnt ihr nochmal 5 Kaffee schneller anschmeißen. Haben wir denn noch Ich dachte nur, um jetzt zu Velcro zu rennen. Haben wir denn noch Kaffee zum Pflanzen? Ja, Leica pflanzt schon, ja. Also ich hab es uns auch nach 4 gerade gefunden. Ich mach nochmal 5 Kaffee mehr. Alles klar. Ja. Also selbst wenn wir den jetzt, wenn ihr euren aufbraucht, haben wir dann wieder 9. Alles klar, gut. Nur so zur Sicherheit, ne? Absolut kein Problem. Oh, meine Axt ist da oben drin, aber was brauche ich jetzt für unterwegs? Ich brauche eigentlich nur einen Wooden Spike Club, habe ich. Habt ihr alle einen Spike Club? Ich habe mir gerade ihn gemacht, schnell.
Gut. Draußen kann man, hier ist ein Spider irgendwo. Der klingt ganz unglücklich. Ich nehme mal das Shem mit, weil das stinkt nicht und wir kommen unterwegs was zu essen. Was? Hast du einen Spike Club? Ich habe irgend so einen Club habe ich in der Tasche, den habe ich eben gelootet. Einen Wooden Club habe ich in der Tasche. Bist du schon wieder zurückgerannt oder wo bist du? Ich laufe gerade zurück. Schon okay. Unterwegs, ja. Jackie? Ja. Kaffee? I'm on the way. Im Feuer, im rechten Feuer ist quasi unterwegs. Wir brauchen ja nur einmal Kaffee, es müsste rang. Also wir hätten uns ja auch noch einen zweiten Kochtopf gerade gefunden. Okay, prima. Naja gut, wenn da eine Stadt ist, sollte da ja genügend übrig sein. So, Jackie, machen wir uns auf den Weg oder machen hast du noch was vor? Ich wollte nur meine Tasche kurz nochmal leeren, würde ich dir vielleicht auch empfehlen. Also ich habe 5x Tee, ja, ich habe so gut wie alles. Ich nehme halt was zum Reparieren mit, ein paar Eisenröhren, um zur Not ein Herd zu bauen. Und ja, ich weiß, ich soll mich ducken, aber Scrap Iron. Wo packe ich ein Scrap Iron rein? Ich geh's mal noch. Hier, längst hier, den die Building Supply hier unten. An, den ich da, glaube ich, gehört habe. Aber erstmal. Okay, Kaffee ist fertig. Ach, du hast schon ihn genommen, ja? Ja, zwei habe ich. Zwei? Nee, nur einen. Ja. Okay. Dann sind noch zwei Kaffee hier in der oder nicht? Supply-Kiste. Okay, dann. Aber einer wird so lang, oder? Dann müssen wir schauen. Ich habe zwei genommen. Was soll der ja jetzt? Nehmen wir Serendipity noch welchen mit? Ach nö, die ist ja schon weg, also. Okay. Deren wer? Hauptsache ihr habt. Ja, das wenn sie unter. Hast du einen Kaffee mitgenommen, Schatz? Einen habe ich noch, ja. Okay, ich nehme nochmal einen auf Tasche mit. Jackie, geh mal los. Wow, wow, wow. Wie sieht eigentlich meine Wellness aus? 49, das ist natürlich nicht so schick. Ohne Bandage packe ich mir mal hier unten rein. Hast du nicht nochmal Heilbandagen? Ja, ich kann dir eine normale geben, hier. Ist hier. Ja, nee, wenn nicht. Liegt, nur liegt. Einfach, genau. Dann komm. Wo ist denn der Spider? Irgendwo. Vielleicht nochmal. Moment, habe ich in beide dem Haus hier, muss der sein. Hast du beide droppt? Nee, eine. Der muss in dem Haus sein hier. Das ist ja eine Nervkröte. Eine Krötnerve. Ja. So, Mia, ah, ich bin ein Idiot. Ich mach noch zwei Bandagen und jetzt geht's los. Ich hab viel zu viel von den Splittern gemacht. Alles anlockt, weißt du? Wir locken gerade drei Spider-Zombies an. Wo? Wo bist du? Ach, da unten. Ups. Ja. Ist soll man die einfach unten? Ich habe keine Crossbow. Hast du da oben hier noch einen Crossbow drin? Ich habe ihn in der Tasche, den wir kurz benutzen müssen. Oh. Na komm. Der war drin. Na toll. Super. Der war auch drin. Oh, jetzt bin ich schon hunted. Bika hatten wir schon, ne? Oh, ich bin ein Idiot. Ja, haben wir drei. Okay, ach, dann lass ich die Krankenschwester dienen, dann ist mir egal, was sie da drin hat. Komm schon. Er hat funktioniert, also er hat auf alle Fälle Zombies angelockt, so ein paar aus der Umgebung. Übrigens, die einzelnen Spider-Zombies habe ich meinem Let's Play bemerkt, dass die keine Horde an. Nein, tun sie nicht. Okay. Die locken nur die umliegenden Zombies an, die sowieso hier rumhängen. Ich muss nachladen. Oh, rennen wir los. Aber das machen sie dann auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ist er da runtergesprungen? Ja. Okay, alles gut. Wir können. Okay, bin da. Meinen Rucksack habe ich angepeilt, ich hau mir jetzt einen Kaffee hinter die Kiemen. Wow, good idea. Das sind doch wieder mehr, als ich wollte. Okay, los geht's. Durch direkt hier. Ja. Land Einers. Ja, einfach. Hier ist voll Party. Warum ist hier eigentlich so viel Party? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich ja auch gerade nicht. Das ist seit Graf raus ist mit der Partymusik. Ja, das finde ich ja voll schräg, das Spiel. Das ist echt schräg, ja. Warum spielst du eigentlich nicht, wie heißt der denn, ein Tanzsimulator oder sowas? Gibt's nicht sowas? Let's Dance? Mhm. Das wäre eigentlich dein Spiel. Haben wir bei Ubisoft. Bei du, vielleicht Ubisoft erweitern die Graf ja noch durch eine Tanzmatte gespielt, oder sowas. Okay, jetzt habe ich nur Serendipity verstanden, nicht Valcry. Wieso? Ich habe da nicht so laut gesprochen. Nein, ihr habt durcheinander gesprochen. Ich sagte, Jackie, lass ihn in Ruhe. Ich sagte, vielleicht erweitern die Graf ja noch durch eine Tanzmatte oder sowas. Nee, es kommt bei Graf, sollen später Dance Battles kommen. Oh, super cool, ich freue mich total. Was soll also, der Scheiß, ganz, Mann? Also, ich will ja nicht, aber ich finde, damit kann man ja auch so ein Survival-Spiel irgendwie versauen, oder? Ja, kannst du doch völlig. Naja, also bei Graf Survival finde ich es schwierig. Also, das Survival zu nennen, meine ich.
Ich habe eine Bandage gefunden und werde noch. Ich finde, Graf hat also mit Survival wenig zu tun. Naja, es nennt sich Action Survival. Also entweder hast du Survival oder hast du. Gut, ja, hast du jetzt auch Action, aber. Hast du Dance Action. Ja, genau. Vor allem mit so einer komischen Scooter-Musik, also bitte, das ist sehr schwierig. Wenn man müsste seinen Musikstil noch auswählen können vorher. Ne? Aber das kommt bestimmt. Tat nicht schlecht. Auch wenn du es lang genug hörst, findest du auch die Musik irgendwann gut. Oh, Schweinehand. Jackie, du hast keine Probleme, weil ich renne jetzt straight Richtung Rucksack. Ja, Schweinehand im Sinne von nicht die Beine gebrochen gerade. Ja, okay. Ich habe wieder eine Klippe übersehen. Das ist auch mein Lieblingsspiel. Klippen übersehen. Sandy macht jetzt auch Musik. Was mache ich denn hier? Du musst jetzt für mich tanzen. Ich würde ganz gerne mal weiter Häuser looten, aber die lassen mich hier nicht. Also unverschämter, diese Zombies hier im Spiel. Also eine Unverschämtheit. Ich bin echt mal gespannt auf HNZ1, wie aggressiv die Zombies im Spiel sind. Sind die nicht sehr aggressiv? Also ich weiß es nicht. Also ich habe nur Bilder gesehen, wo er irgendwie auf dem Autodach steht und die unten als Horde kommen. Unglaublich schwer. Ich fände es gut. Du bist schnell tot, wirklich sehr schnell, sehr, sehr tot. Hast du den Livestream gesehen? Ja, ich habe schon ein paar, sag ich mal. Jetzt auch bei Frankie oder so. Der kommentiert die nochmal nach sozusagen. Ah, der lässt praktisch den Livestream laufen und dann. Genau. Okay. Ich bin echt gespannt. Ja. Ich habe da ein bisschen Befürchtung, dass das Spiel mehr gehypt wird, als da nachher drin ist. So. Das also holen wir es mir bestimmt auch, aber. Kannst du haben, das ist echt nicht. Mich würde es nicht wundern, wenn es eine Enttäuschung wird, so mittelfristig. Kurzfristig. Also das erstmal, denke ich mal, das wird nicht viel drin sein, obwohl man ja schon viel gesehen hat. Oh mein Gott, die Haare. Ich gebe absolut recht, dass das Spiel allein wegen dem Hype, der da drum gemacht wird, also das ewige Ankündigen und jeder ist heiß auf das Spiel und Sony und noch ein Livestream und so, dass dann die Erwartungshaltung, wie Jackie gerade sagte, kurzfristig zu hoch ist. Da bin ich fast von überzeugt, dass das der Fall sein wird. Mhm. Also du meinst, das kriegt die Spieler wieder ein, wenn sie auch mal nachlegen. Dann, Und das sage ich jetzt aus der Überzeugung heraus, weil ich kann nicht mehr rennen. Ich verstehe gar nicht, warum macht jemand wie Sony überhaupt ein Early... Weil sie es mit Dings auch schon gemacht haben, mit Planet Side 2 und es hat sehr gut funktioniert. Achso, okay. Ja. Also sie haben da Erfahrung drin. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das zum ersten Mal machen. Ich denke mal schon, dass man noch diese Server dann noch testen muss, oder? Also sie sind zwar die gleichen wie bei Planet Side, aber... Ja, nicht. Ich bin auch fest von der Überzeugung, das, was man ja gesehen hat in den Streams. Jackie, hast du noch Kaffee auf Tasche? Weil ich habe jetzt nur noch einen. Ich habe jetzt noch einen jetzt. Noch einen, dann hau ich mich nochmal rein, weil ich kann nicht mehr rennen. Also ich habe jetzt noch 6 Kaffee hier, also wir könnten uns auch Dinge herstellen. Ich wollte jetzt nur nicht mehr in den Kaffee reinhauen, sprinte los und Jackie steht dann hier in der Pampa allein und sagt, Moment mal, meine Ausdauer ist weg. Ist Kaffee nicht auch, bringt ja nicht auch einen negativen Buff mit sich? Wenn man jetzt zu viel hintereinander trinkt? Ja, du bist zittrig halt, ne? Zittrig? Nein, war ein Spaß. Ja, das wäre cool, oder? Wenn du dann die Armbrust nicht mehr richtig halten kannst. Ja, genau. Nee, also HNZ1, ich glaube, dass das langfristig schon gut wird. Also gerade der Free-to-Play-Aspekt, den finde ich unheimlich wichtig. Und die haben es mit Planet Side 2 gezeigt, dass das auch durchaus möglich ist. Ein Spiel, wo du dann wirklich nur so Teile dazu kaufen kannst. Und was ich halt besonders interessant finde... Bei DayZ ist es ja so, dass du Server hast, die, sagen wir mal, ich glaube 32 Spieler, 40 Spieler oder sowas beinhalten. Und die Engine von HNZ1 respektive Planet Side 2, die kann bis zu 1000 Spieler pro Server verwalten. Und das finde ich persönlich sehr spannend, gerade bei so einem Survival, weil das sich dann ja auch... Dann so MMO-mäßig schon. Genau, quasi, genau. Ne? Das ist so wie World of Warcraft. Anfangszeiten von Rust, da waren auch 500 Mann auf dem Server. Ja, genau. World of Warcraft mit Zombies. Das war krass. Yay. Nee, einfach deswegen, dass du halt auch so, weißt du, du machst so ein Community-Treffen irgendwo in der Stadt oder so ein Kram. Weißt du, das meine ich jetzt so, dass du wirklich große Versammlungen oder sag mal, wenn sich jetzt zum Beispiel welche zusammenrotten und gegen die Zombies überleben wollen und du machst dir so ein, wie heißt du, Woodbury oder wie heißt in... Bei wie viel Uhr sind wir eigentlich bei hier, ne? 14:28. Was? 14:28? Nein, achso, 20 Minuten knapp. Mhm. Das ist sowas wie in Woodburys, wie bei The Walking Dead. Dass du praktisch so eine Überlebensgemeinschaft bilden kannst. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen spannend. Also Voraussetzung ist halt wirklich, dass die Zombies herausfordernd sind, weil sonst ist halt schwierig. Gell? Willst du dann? Die müssen dann allgegenwärtig und eine Bedrohung sein. Wenn es wie in Walking Dead ist, dann werde ich ja in Zukunft nicht mehr von Serendipity erschossen, sondern gefressen, was? Ja, absolut. Ja, du Das ist halt einfach, wenn es keine Herausforderung ist, dann läuft es zum reinen PvP aus und das könnte halt auch
sagen wir mal, das abschrecken, dass das jeder irgendwie spielen möchte und dass das so einen gewissen Anreiz hat. Oh, Minius, ich habe was für dich. Was denn? Ein Splint. Ein Splint, ja, vielen Dank. War hier gerade drin. Das ist, ich habe mir in dem Spiel, glaube ich, bis jetzt nicht einmal die Beine gebrochen, oder? Lüge ich jetzt da in der Staffel 6? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, du... Nee, ich glaube, das ist ja nicht ganz richtig. Aber auf jeden Fall wesentlich weniger als in den vergangenen. Doch, seit der Alpha 10 nee, hast du dir, glaube ich, die Beine auch nicht mehr gebrochen, oder? Ich weiß, oh, ich sehe schon Häuser. Ein See, Alter. Bitte was? Was ist ein See? Ja, das ist groß. Habt ihr mitgekriegt, Alpha 11, Minibikes? Finde ich cool. Nee, da echt? Ja, Minibikes, genau. Die Minibikes. Minibikes. Bin ich auch morgen eine Infofolge zu raus. Morgen, na gut, für die Zuschauer ist es schon gelaufen wahrscheinlich. Dann ist es schon gelaufen. Das ist also dann schon über anderthalb Wochen, glaube ich. Versteht ja, also. Richtig? Also wir reden hier über kleine motorisierte Motorräder? Ja. 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 Du musst hat aber lang gedauert. Ja, du musst dir aber Motor und Bremskabel und Gastank geil. Und sowas alles craften und vorher Bücher finden, ne, um dir das Wissen dafür anzueignen. Hallo, ich hab das Wissen. Ja. gibt's da Fotos schon? Oh, bei mir ist die Welt hier zu Ende. Nee, gibt's leider nicht. Hast du einen Steinkreis? Sag mal, seid ihr schon wieder hier oder looten? Ja, ich bin da. Ich stehe gerade vor meinem Herz, Jack Fleischhammer. Ah, was ist denn das da? Wo denn? Jack, Freund, ich hab dir gesagt. Hasi, ich bin an dir vorbei, du stehst gerade am Auto. Guck mal, hier bin ich und du stehst jetzt im Auto. Nee, tu ich nicht. Willkommen. Ich stehe an meinem Rucksack. Echt jetzt? Bei mir ist die Welt hier noch ja nicht geladen. Okay, ich sehe mir noch nie passiert. Geil, ich habe zum ersten Mal eine Skibrille. Hattet ihr also schon mal eine mein Skibrille? Rucksack soll hier auch irgendwo sein. So eine blaue, hier, ne? Kann das vielleicht sein, dass der Rucksack in der Hütte liegt? Oder auf dem Dach oder so, ne? Die backen ja ganz gerne mal. Ah, okay, hier ist das Auto. Jetzt liegt das Auto erst. Ach ja, das war ja so gemein. Wer trappelt denn hier durch die Wohnung? Ich. Ah. Haben wir irgendwo ein Feuer, wollte ich gerade sagen. Steinkreis haben wir doch irgendwo oben liegen, ne? Ja, zwei Stück. Ein Steinkreis. Ich finde das toll. Ich ziehe das jetzt durch. Zieht das durch, ja. Super. Ja, aber so, ich esse jetzt mal hier Bacon. Dann kann dir auch keiner sagen, du sagst da was falsch, sondern eben, das heißt jetzt so. Da muss ich auch nicht lange überlegen, wie das Ende heißt, sondern ich sage einfach Steinkreis. Also ich krieg irgendwie nicht meinen, kann schon wieder nicht öffnen hier. Oh. Was? Schon wieder? Ja. Na gut, wir können ja gleich, Vielleicht liegt's an mir? Na, ich habe jetzt so ein bisschen andere Befürchtungen. Ja, die Welt lädt auch nicht weiter, also beziehungsweise sehr langsam nur. Okay. Ist merkwürdig, dass es jetzt so zweimal hintereinander aufgetreten ist. Ja. Das ist schon irritierend. Und ich habe nicht hoffen. Ich hab Guck gedrückt, sehr gut. Ah, jetzt. Ah, oh, ja, irgendwo stimmt. T ist fertig. Ich habe einen Bohrer gefunden. Nein. Ja. Ach ja, richtig, hattest du ja, genau, ja. Stimmt. Ich gehe nochmal raus und sammle grüne Pflanzen ein gelbe. Wollen wir uns vielleicht zum Abschluss der Folge versammeln? Können wir machen. Also ich stehe am Steinkreis und ihr und der Jack ist auch bei mir. Dann track ich jetzt mal die Wir kuscheln gerade vom Lagerfeuer. Ey, sag mal, das wird mir... Deshalb bist du so nett. Ich bin nicht Jack, ich bin Will. Hi. Aber das macht nichts. Was? Oder Jack ist bei mir nämlich. Das macht auch nichts. Ich kuschel Ich stehe hier am roten Auto. Ich bin bei niemandem. Und doch niemand kuschelt. Niemand. Jackie, warte, ich hol dich ab. Jackie. Komm, Jackie, komm ins Haus. Wir kuscheln. Wir haben hier Jackie, eine kleine Ecke mit Baumwolle gepolstert. Da Jackie, komm. Jackie, komm mit rein. Wo siehst du mich denn überhaupt? Ich stehe doch vor dir. Nee, seh dich nicht. Das ist ja den bleibe ich jetzt hier oben. Nee. Okay, hier hoch, Jackie. Treppe hoch. Jetzt bin ich in einem Haus. Du siehst mich immer noch nicht? Nein, ich seh dich nicht. Jetzt gehen wir ans Feuer und du siehst uns alle drei nicht? Nee, ich sehe nur Valkyrie stehen. Ach, mich siehst du? Aber Serendipity hier? Nee, die war bei mir gerade eben noch draußen. Ich meine, unsichtbare Freunde haben ja so manch einer, aber die wenigsten reden miteinander. Wir sind am Ende einer Folge von Seven Days to Die, würde ich sagen. Nach dem Tod haben wir uns wiedergefunden. Das war praktisch Reunion. Das war der Freudenschuss. Da macht man ja so eine Salve in... Geh nicht ans Campfire, ne? Da kocht... Geh nicht ans Campfire. Lass uns mal ganz kurz rechnen, Jungs. Ich brauche... Jungs und Mädels, ich brauche Unterstützung. Leute, geht Heute ist Sonntag, richtig? Geht nicht.
Heute ist Sonntag? Wir haben heute Sonntag, ja. Sonntag, da sind wir uns relativ sicher. Und wenn nicht, habt ihr wieder was zum Schreiben in den Kommentaren. Wir sehen uns am Dienstag wieder zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Ich freue mich auf Dienstag. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.